Mein Name ist Michael Streubig, ich bin freiberuflicher Spielekonzeptentwickler aus Erlangen. Bin heute zum Photonic Camp gekommen, weil mich das Thema Licht und Schatten interessiert. Licht und Schatten als Elemente für Spiele, als Mittel, mit denen man Spiele gestalten kann. Wir haben heute hier einen Workshop gemacht mit vielen Teilnehmern, haben über mögliche Konzepte geredet, uns Ideen ausgedacht und ausgetauscht. Insofern war für mich das Photonic Camp eine sehr schöne Gelegenheit, mich mit Leuten zu treffen, Leute kennenzulernen und über Spielekonzepte nachzudenken. Genau, also wir haben speziell uns überlegt, wie kann man Licht und Schatten, realen Licht, realen Schatten, für Spielekonzepte verwenden. Wie kann man das Sonnenlicht zum Beispiel verwenden? Wie kann man dunkle und helle Orte verwenden? Zum Beispiel ein Spiel, bei dem man als Vampir versuchen muss, möglichst durch dunkle Gebiete zu kommen und Licht zu vermeiden. Wie kann man so ein Spiel bauen? Was braucht man dafür? Und haben uns da eben verschiedene Konzepte ausgedacht. Ja, ich finde es sehr, sehr schön, dass dass so eine Veranstaltung zustande kommt. Ich würde mir mehr solche Veranstaltungen wünschen, auch mit verschiedenen Themen, die versuchen eben Technologie, innovative Bereiche, Forschungsbereiche zusammenzubekommen mit kreativen Menschen, mit Menschen, die aus dem technischen Background sind, aber auch Menschen, die aus dem kreativen Background sind. Und wenn man das miteinander verbindet, kommen, glaube ich, sehr spannende Ergebnisse heraus.